Ich bin Christian, Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie, und ich lade dich ein, mehr zu erfahren, wozu RNA dient, wie RNA-Impfungen funktionieren und welche Chancen und Risiken diese neue Technologie bietet. In diesem Abschnitt geht es um die Grundlagen der RNA und wie sich diese von der DNA unterscheidet. Falls ihr damit schon vertraut seid, könnt ihr diesen Abschnitt natürlich überspringen. Wie ihr wahrscheinlich wisst, hat die DNA ganz maßgeblichen Einfluss auf die Eigenschaften eines Lebewesens. Bei Affen besteht die DNA ähnlich wie beim Menschen aus etwa 3 Milliarden Basenpaaren und etwa 20.000 Genen. Jedoch ist die genetische Information in fast allen Zellen dieses Lebewesens die gleiche. Wie gelingt es diesen Zellen, die verschiedenen Zellprogramme auszuführen, die zum Zusammenspiel des Organismus notwendig sind, sodass am Ende Leben entsteht und gar etwas wie Liebe entstehen kann? Die mRNA spielt hierbei eine ganz maßgebliche Rolle, denn bei mRNA handelt es sich um die Abschriften derjenigen Gene, die aktiv sind und die sich von Zelle zu Zelle unterscheiden können. Man kann sich das in etwa so vorstellen, dass es sich bei der DNA und dem Genom um ein großes Repositorium, eine große Bibliothek an Informationen handelt und dass diese Bücher in dieser Bibliothek bestimmte Fähigkeiten vermitteln können. Aus diesem Genom, also der Bibliothek, kann nun eine bestimmte Körperzelle bestimmte Gene aktivieren und die Kombination dieser Gene und auch die Menge dieser Gene kann sich von Zelle zu Zelle unterscheiden und dann die individuellen Eigenschaften dieser Zelle beeinflussen. Besprechen wir das Ganze mal anhand eines konkreten Beispiels, einer Leberzelle. Die Leberzelle besitzt einen Zellkern mit einer Erbinformation, auf der DNA kodiert, mit diesen etwa 20.000 Genen. Und aus dieser Auswahl der 20.000 Gene etwa können jetzt diese Gene ausgewählt werden, die eben die Eigenschaft einer Leberzelle ausmachen. Also zum Beispiel ein Gen zum Abbau von Alkohol. Ist dieses Gen aktiv, wird dieser Abschnitt der DNA in mRNA umgewandelt. Sobald dieses Gen als RNA-Bauplan vorliegt, kann dieser Plan in Form eines Eiweiß in die Realität umgesetzt werden. Also in unserem Beispiel könnte dieses Gen dann ein Eiweiß bilden, das dann ein Enzym ist zum Abbau von Alkohol, eine Alkoholdehydrogenase. Ob das alles so stattfindet, da gibt es weitere Schritte, die das bestimmen, die ich jetzt der Einfachheit halber nicht genau im Detail bespreche. Aber so ist diese Hierarchie aufgebaut. Das heißt, ohne mRNA läuft nichts. mRNA-Form ist entscheidend, um ein Gen in die Realität umzusetzen. Und am Ende des Beispiels können wir dann ein alkoholhaltiges Getränk beispielsweise tolerieren. Nochmal zusammengefasst bedeutet es, dass fast jede menschliche Zelle ein komplettes Genom besitzt. Die Zellen der Leber werden wie die Zellen des Nervensystems die gleiche DNA besitzen. Jedoch die mRNA-Expression wird sich sehr stark unterscheiden. Also zum Beispiel bei den Nervenzellen, die werden keinen Alkohol abbauen können, sondern die werden eher damit beschäftigt sein, Neurotransmitter zu bilden und so weiter. Die Summe dieser mRNA in einer Zelle wird auch genannt das Transkriptom. Also als Vergleich zum Genom, Transkriptom ist die Gesamtheit aller Informationen, die eben wirklich in der jeweiligen Zelle zum Einsatz kommt oder zum Einsatz kommen kann. Wie gesagt, das ist etwas komplizierter. Hier abgebildet ist mein Hund Jasper. Sobald wir 250 Abonnenten erreichen, kaufe ich ihm einen riesigen Kauknochen. Das bedeutet für euch, jetzt ist die perfekte Gelegenheit, den Kanal zu abonnieren, damit Jasper seinen Kauknochen bekommt und ihr erhaltet jede Woche interessante Videos zu medizinischen Themen. Damit wird klar, wie wichtig und entscheidend RNA ist für die Umsetzung von Genen in die Praxis. Das bedeutet, dass eine Veränderung dieses Stadiums der RNA in diesem Prozess so eine Art genähnliche Wirkung hat. Also man kann Gene aktivieren, man kann Gene inaktivieren oder man kann genähnliche Funktionen in einer Zelle bewirken. Das ist der Grund, warum RNA-Therapie so mächtig ist. Doch wie funktioniert nun eine Impfung mittels RNA, beispielsweise gegen das Coronavirus? Wie wir sehen werden, erstaunlich ähnlich einer herkömmlichen Impfung. Was sich von der herkömmlichen Impfung unterscheidet, ist wirklich der Beginn dieses Prozesses.
Also die Voraussetzung für die Entwicklung eines solchen Impfstoffes war es, das Genom des Coronavirus zu kennen. Das ist von den chinesischen Behörden im Januar 2020 veröffentlicht worden und ist hier schematisch abgebildet. Die Grundidee aller Coronavirus-Impfstoffe ist es, dieses Spike-Protein hier an der Oberfläche zu targeten, quasi. Also hier sind die strukturellen Proteine abgebildet und eines davon ist das Spike-Protein. Das bedeutet, die Sequenz dieses Spike-Proteins ist bekannt. Und was man nun machen kann, ist eine künstliche RNA zu erzeugen, die genau für dieses Spike-Protein kodiert. Was dann noch notwendig ist, ist, man muss noch so ein Cap und so ein Tail hinzufügen, damit das dann auch von einer Zelle abgelesen werden kann. Diese so hergestellte RNA wird dann verpackt in eine Art künstliche Zellmembran, in einen sogenannten Lipid-Nanopartikel. Und im Innern dieses Nanopartikels ist nun die RNA, die für das Spike-Protein kodiert. Und wenn man das jemandem verabreicht, was geschehen wird, ist, dass diese Lipid-Nanopartikel mit Zellen im Körper fusionieren und dann in den Zellen quasi die Information für Spike-Protein einbringen. Das Ganze klingt vielleicht etwas unheimlich mit Lipid-Nanopartikel und mRNA und Spike-Protein, aber man kann sich vor Augen führen, dass nur dieses eine einzelne Protein, die Information für dieses eine einzelne Protein eingeschleust wird und natürlich diese mRNA auch nicht ewig Bestand hat. Aber es reicht aus, um eine gewisse Menge an dem Spike-Protein zu bilden, aber eben nur das Spike-Protein und nicht die ganze andere Menge des Coronavirus. Also das Spike-Protein als solches an sich in Isolation kann sich nicht vermehren. Später wird es nochmal gegeben und eine stärkere Immunantwort erzeugt. Aber es wird eben nicht eine gesamte Virusinfektion benötigt. Und wenn man sich das anschaut, ist die Idee eigentlich genau die gleiche wie bei einer normalen Impfung. Also sagen wir hier bei einer Coronavirus-Infektion, was passiert ist, wenn wir dann geschützt sind, beziehungsweise die Corona-Infektion überstanden haben, wird das Ziel der Immunantwort aller Wahrscheinlichkeit nach auch das Spike-Protein gewesen sein. Und genau das Gleiche ist auch beim anderen Oxford, also bei herkömmlichen Impfstoffen der Fall oder auch bei dieser RNA-Impfung, beispielsweise von Moderna oder von BioNTech. Und wie man sieht, der Unterschied ist natürlich beim Coronavirus kommt man mit allen Coronavirus-Eiweißen in Kontakt und beim Oxford-Impfstoff ist es das Spike-Protein sowie die Proteine des Impfvirus. Und bei der RNA-Impfung ist es nur das Spike-Protein, eben in dieser mRNA-Form. Also das Spike-Protein wird von den eigenen Zellen gebildet und das ist quasi das Protein des Virus, was, womit der Körper in Kontakt bekommt. Aber was sehr wichtig ist, es ist eben keine DNA-Therapie, es ist wirklich nur auf RNA-Ebene. Das heißt, sobald die RNA abgebaut ist, verschwindet das. Das Genom wird jetzt nicht verändert, wovor ja viele Leute vielleicht auch Befürchtungen haben, dass es eben Erbinformation ist. Es ist eine gewisse Weise von Erbinformation, aber die DNA wird dabei nicht verändert. Ebenso ist das Ganze nicht vermehrungsfähig, wie es doch das Coronavirus wäre. Wenn das Prinzip dieser Impfung so stark einer herkömmlichen Impfung ähnelt, warum braucht man überhaupt RNA-Impfstoffe? Soweit ich es verstehe, ist der Hauptvorteil darin, dass man sehr einfach große Mengen dieses Impfstoffs herstellen kann. Das ist natürlich gerade sehr kritisch. Es, wie gesagt, handelt sich nicht um eine DNA-Therapie, weil der Impfstoff nur auf RNA-Ebene wirkt. Und generell ist es natürlich sehr elegant. Man gibt nur die Information für das eine Protein, das halt benötigt wird, um diesen Impfschutz zu ermöglichen. Und dieser ganze Rest, man braucht kein Schimpansenvirus, man braucht keine anderen viralen Proteine. Es ist eigentlich eine sehr zielgerichtete und saubere Methodik. Es gibt auch schon mehrere klinische Studien zu anderen RNA-Impfstoffen, sodass man schon gewisse Erfahrungen hat, dass generell dieser Impfstoff natürlich gut verträglich ist. Nachteile gibt es auch. Also Hauptnachteil ist natürlich die Logistik. RNA ist nun nicht
dafür gedacht, außerhalb des Körpers aufbewahrt zu werden. Es ist quasi eine Art Arbeitsspeicher und ist nicht besonders hitzestabil. Das bedeutet, es ist eine große logistische Herausforderung, diesen RNA-Impfstoff zu kühlen. Auch dieses ganze Prinzip mit den Lipid-Nanoparticles, wie das genau funktioniert und wie zuverlässig das funktioniert, ist für mich nicht ganz klar. Und wie gesagt, es ist eine neue Technologie, das heißt, gewisse Risiken gibt es immer. Die Erfahrungen, die man mit diesen Impfstoffen in klinischen Studien gemacht hat, waren sehr gut. Es waren sehr große Studien, der Impfstoff wurde gut vertragen. Es ist halt so etwas Ähnliches wie ein Virus und entsprechend reagiert der Körper. Es ist aber eigentlich ein gutes Zeichen, weil das bedeutet, dass eben eine stärkere Immunantwort erzeugt wird, genau was man erreichen will. Und gerade angesichts dieser Tatsache, dass das Coronavirus möglicherweise mutieren könnte und Impfungen möglicherweise auch verändert werden müssen, ist das eine sehr interessante Technologie, weil es eben möglich ist, schnell auch auf Mutationen dieses Virus zu reagieren. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das notwendig sein wird und dass wir dann verschiedene Versionen dieser RNA-Impfstoffe benötigen. Für den Fall, dass ihr mehr über das Coronavirus lernen wollt, verlinke ich euch hier meine Playlist, unter anderem zum Oxford-Impfstoff, zur Immunreaktion im Lymphknoten und zur Behandlung von Covid-19 mit Dexamethason. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Medizinmensch.